So, und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Gimbo. Gimbo. Oh Mann, auf Game Inc. natürlich. Zu Limbo. Mein Name ist Martin. Und wir haben in der letzten Folge diese Kiste zur linken Seite unten, nach unten geschafft. Und haben auf der rechten Seite das Zahnrad, das wir jetzt vermutlich, ihr könnt es schon sehen, er kann es kaum erwarten, in Gang setzen würden. Werden, nicht würden, werden. Also komm, mach hin. Sehr schön. Ziemlich massives Ding, das da drüben. Nun denn, wollen wir unser Glück versuchen? Die Frage ist natürlich, wozu es uns führt. Darum gehen wir auch gleich hinterher. Okay, jetzt wissen wir es offensichtlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Kiste brauchen, um hier hochzukommen. Nein, brauchen wir nicht. Nun denn, wir haben hier noch eine zweite Kiste. Die werden wir vermutlich brauchen, um hier hoch zu können. Die Frage ist jetzt natürlich, wo die andere Kiste ist. Diese Leiter sieht schon mal deutlich stabiler aus. Da ist sie auch schon, sieh an. Eine interessante Art und Weise, Gegenstände von A nach B zu transportieren. Ob das die Idee dahinter war, als diese riesige Fabrik, wie wir mittlerweile in Erfahrung bringen konnten, zumindest ich, ihr vielleicht schon früher, ob das wirklich die initiale Idee dahinter war. Tja, du bist zu klein. Wieder mal ein Thema, wo die Größe von Bedeutung ist. Und ab mit dir. Erneut eine Frage des Timings, diesmal aber nicht auf Kosten unseres Lebens. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine zweite Kiste und wir wissen auch schon, wo sie ist. Denn wenn die Kiste nicht kaputt geht bei dem Weg über den Zahnrad, über das Zahnrad, dann werden wir wohl auch nicht kaputt gehen. So. Wäre witzig gewesen, wenn die jetzt das Zahnrad blockieren würde, hier oben am Eck. Wenn auch ein wenig unrealistisch, zugegebenermaßen. So, und gleich hoch. Sehr schön. Also, da möchte ich noch einmal was zum Thema Timing hören. Das hat ja echt wunderbar geklappt. Hier haben wir einen Schalter. Und da haben wir wieder unseren Nicht-Freund, den Strom. Der hier können wir mit der schwingen? Ja, tatsächlich. Dann legen wir doch mal den Schalter auf, um. Und schauen, was passiert. Okay, du fährst rüber. Dann lassen wir dich zu uns rüberschwingen. Kriegen wir dich? Kriegen wir dich? Nein. Okay, wir müssen immer einen Moment warten. Wir müssen stets einen Moment warten, bis wir den Schalter wieder umlegen können. Versetzen wir dich doch mal in Schwung.
Tja, die Fabrik, die scheint hier schon ziemlich lang zu stehen, so wie die aussieht. Das mit dem Strom hier ist wohl alles im Eimer. Vielleicht wollen die Leute uns hier deswegen umbringen, weil es ihnen peinlich ist. Ach, wenn wir das sehen. Also noch einmal den Schwung versetzen. Aber das muss doch so funktionieren. So, und jetzt ab zum Schalter. Oder muss ich von hier aus da dran springen? Ich bin mir nicht sicher. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Habe nämlich den Eindruck, dass wir nicht schnell genug sind. Dann probieren wir das doch. Noch einmal viel Schwung aufnehmen. Einen Moment warten und hoffen, dass es passt. Hups! Oh, wunderbar, Mann. Das hat tatsächlich funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir müssen den in der Fahrt abfangen. Aber gut. Man lernt dazu. Erneut Zahnräder. Wenigstens keine Kreissägen. Was haben wir hier? Ach so, okay, dich können wir da rein schieben. Zack. Uiuiui. Okay. Jetzt dreht sich einfach mal das ganze Level. Oder zumindest diese Maschine. Man kann sich vorstellen, wie groß die sein muss. Riesig. Ist hübsch gemacht, wie er die Balance hält. Mit den Beinen. Oh. Ich habe es kommen sehen. Aber unnötigerweise befürchtet. Links oder rechts? Links. Links tatsächlich ein Schalter. Das geht wieder auf Zeit. Hier unten haben wir keinen Strom. Nur in der Lampe. Die irgendwie schräg steht, habe ich den Eindruck. Die scheint nicht ganz mitbekommen zu haben. Manu, dass sich das Ganze hier nicht mehr dreht. Alles klar. Magnet. Ah, schick. Das könnte man an die Wände machen, dann könnte man mit Metallschuhen Wände hochgehen. Das muss echt ein ziemlich starker Magnet sein, wenn der auf die Distanz noch so krass auf die Lampe wirkt. Ach so. Ja, klar. Das funktioniert natürlich nicht. Jetzt erstmal kurz überlegen. Ich gehe hier hoch, lege den Schalter um. Das Ding hier rutscht natürlich runter. Frage ist, soll es das? Nein, das beschleunigt zu schnell. Dann werden wir es da oben fixieren. Idealerweise vielleicht so, dass wir zu beiden Seiten hochkommen. Oder ist das schon zu knapp bemessen? Hier kommen wir hoch. Und hier auch. Sehr schön. Dann sollte das doch funktionieren.
Schauen wir mal, können wir hier Punkt landen? Können wir. Okay. Auf dann. Na? So. Ach. Wir müssen dich erst landen lassen. Sonst hast du zu wenig Kraft in deinen Beinen. Viel Muskulatur ist ja nicht übrig geblieben. So. Komm schon rüber. Oh. Das war wirklich knapp. Glücklicherweise hatte er keine Abfangversuche oder sowas. In der Art, sonst wäre uns das wohl zum Verhängnis geworden. Genauso wie diese Kreissäge hier. Die scheint mir nicht geheuer. Aber wir haben eine Kiste. Und einen Hebel. Setzen wir die damit in Bewegung? Nein, wir setzen wieder alles hier in Bewegung. Warum auch nicht? Und einmal rüber. Achso, Moment, da ist der Strom. Ah, wie konnte ich den nur übersehen? Okay, ich verstehe. Wir müssen von der Kiste auf die Kiste springen. Und uns dabei nicht wundern, dass es immer noch dieselbe ist. Hebel. Und hoch. Wir nehmen schon mal vorsichtigerweise Schwung auf. Passt die Aura auch durch die Kiste? Ich gehe mal davon aus. Wo ist sie denn jetzt? Sie sollte sich mal langsam in Bewegung setzen. Oh, das war ein wenig zu weit. Verdammt. Da haben wir tatsächlich zu viel Schwung gehabt. Beziehungsweise ich bin zu früh abgesprungen. Ich hatte Sorge, dass wir an das große Zahnrad links geraten. Ach, verdammt. Schaffen wir das noch? Na, komm. Wartet mal, ich habe da eine Idee. Wir hängen uns einfach an die Kiste. Na, hättest du dich dranhängen können. Könnte vielleicht auch funktionieren. Ich habe aber meine Zweifel. Probieren wir es nochmal mit der Kette. Ich denke, der Junge, der dreht sich einfach nicht schnell genug um. Andernfalls könnte das tatsächlich funktionieren. Diesmal nehmen wir keinen Schwung auf. Sonst wird uns das nochmal zum Verhängnis. So, da kommt die Kiste. Junge, Junge, mach mir keinen Kummer. Was soll denn das? Bleibt sie jetzt einfach einen Moment da oben stehen, oder was? Und da ragt uns der Knochen raus. Unangenehm. Mal wieder. Gut, auch hier ist es mit den drei Dingen zu Ende. Mit den guten. Jetzt kommen wir in den Bereich der schlechten. Soll uns aber nicht weiter stören.
Erfahrung haben wir schon genug damit sammeln können. Wozu diese Maschine hier wohl dient? Ich meine, wer war denn der Konstrukteur dessen? Was hat er sich denn dabei gedacht? Vermutlich einfach, dass es kann. Ein ambitioniertes Projekt mit der simplen Begründung, weil ich es kann. So, jetzt hier drauf. Diesmal warten wir bis zum Äußersten ab. Na, so ungefähr. Und da schlägt die Musik schon eine ganz andere Richtung ein. Das haben wir wohl erfolgreich geschafft. Wir können uns nebenbei nicht drehen an der Kette, wenn wir an dieser hängen. Hat jetzt nicht viel zu bedeuten, fällt aber auch auf. Erneut ein riesiger Felsbrocken. Das erinnert an die erste Folge, wo wir noch im Wald waren und uns jener Felsbrocken auf dem Baumstamm fast erschlagen hätte. Hat zumindest vorgehabt. Vermutlich wird hier Ähnliches auch passieren. Nun ist die Frage, wie vorzugehen ist. Eine Kiste. Die müssen wir wohl darüber schieben. Das heißt, es schnell zu handeln. Oh, 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 oh. Das war knapp. Sehr ruhig. Der Sound ist gerade extrem bedrückend. Den Stein zum Beispiel hat man gar nicht gehört. Und da stellt sich mir gerade die Frage, was eigentlich aus der Stelle mit den Kerzen geworden ist. Kommen wir da nochmal hin? Oder ist es vorbei? Nicht, dass wir da irgendwas übersehen haben, denn immerhin war ja dieser riesige Block im Weg. Stattdessen folgen wir einem Schmetterling und da vorne ist es ein Mädchen. Ist es unsere Schwester? Hallo? Oh, so kurz vom Ziel, wie es aussieht, und dann wieder eines dieser elenden Dinger hier. Gut, dann gehen wir hier rüber. Gerade noch geschafft. Da haben wir das Licht. Wie es aussieht. Das Ding ist nur, wir haben keine von diesen herunterhängenden, schlangenähnlichen Wesen. Hä? Das sah hier aber ganz anders vorhin aus. Ich sehe schon, was man hier versucht. Man versucht abzulenken von der Sache mit der Kerzen. Da wird man aber nicht weit kommen mit. Denn die Frage steht tatsächlich immer noch im Raum. Okay. Da ist die Distanz schon größer, die wir zurücklegen müssen. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Aber an die Leiter können wir nicht überhüpfen, also versuchen wir es im Untergehen des Blocks. Und da haben wir schon diese Schlangenviecher. So, ab auf die Kiste und ein Sprung. Guten Appetit. Oben scheint es nicht weiter zu gehen.
Man hätte ja mal einen Blick wagen können. Oder mehr als einen Blick. Okay. Eventuell eine Art Bonuslevel vielleicht. So, Junge, lass mich nicht im Stich. Sehr schön. Und tatsächlich geht es ja auch um dich und nicht um mich. Das ist dein Leben. Dein Kopf, der wäre da beinahe stecken geblieben. Wenn man das so nennen kann. Stecken bleiben ist ja was anderes als zerquetscht werden. Möchte ich meinen. Junge. Dir ist schon klar, dass du da zerdrückt wirst, oder? Und ein Hebel, den er wieder gleich umlegen möchte. Hier haben wir eine Leiter. Das da unten ist wohl das große Zahnrad von vorhin. Und die obere Leiter kommen wir nicht heran. Also Hebel umlegen. Okay, geht in die andere Richtung. Also dann rüber mit dir. Nein, du sollst doch rüber, du sollst doch rüber. Immerhin kommen wir. Ach so, ich kann nicht auf die Leiter. Ah, okay. Mir kam der Gedanke, ich könnte noch die Leiter entlang rennen. Dem ist aber nicht so. Da muss ich von der Leiter direkt aus rüber. Das will er aber nicht. Dann müssen wir eben von vor der Leiter abspringen. Und hier hoch. Tja, und jetzt wo wir das geschafft haben, dürfen wir feststellen, dass wir das Ganze einfach nochmal machen müssen. War das ausreichend? Nein, war es nicht. Das ist ausreichend. So viel dazu. So, und hier rüber. Nur nicht zu übereilt. Sonst gehen wir hier wieder pseudomäßig drauf. Und da ist schon der nächste Hebel. Das geht ja zack auf zack. Ja, auch die Warnung Strom. Momentan ist er noch nicht drauf. Das heißt, wir gucken uns erst hier einmal um. Ob das eventuell ein weiterführendes Rätsel ist. Da haben wir einen Wagen. Der hat sogar Licht. Oh, da kommen wir gar nicht durch. Okay. Ist er sogar gefedert? Tatsächlich. Der Wagen geht da auch nicht durch? Nein. Gut, da ist ein Hebel. Stellen wir den Wagen doch unter den Hebel. Man kann sich schon ein wenig ausmalen, wie das hier wohl abläuft. Da liegt die Schwierigkeit eher in der Umsetzung dessen. Und ich nehme an, du machst den Strom an. So, erneut eine Frage des Timings. Okay, das geht noch hoch. Und wieder runter, natürlich. Gut. Das mit dem Hoch- und Runtergehen habe ich nicht bedacht. Und umlegen. Rüber mit dir. Reicht nicht mal aus, oder? Nein. Gut.
Gut, wir haben ihn vorhin von links starten lassen, dann lassen wir ihn diesmal von rechts starten. Oder wir warten eher, bis er bei uns ist. So. Jetzt aber. Und Sprung. Ah, so knapp. Knapper als knapp. Aber das wäre doch gelacht, wenn wir das in dieser Folge nicht schaffen würden. Immerhin wissen wir, wie es geht. Wussten es aber auch schon vorher. Hat uns nicht sehr viel weitergebracht. Fragwürdige Vorteile, die wir uns da, verdammt, die wir uns da ausmalen. So, jetzt hier rüber. Das war, glaube ich, ein bisschen zu früh. Rüber, rüber, rüber. Ah, das war zu früh. Verdammt. Fangen wir nochmal von der Seite an. Nee, das macht keinen Sinn. Komm schon. Wollen den vollen Schwung haben. So. Jetzt kommst du hier rüber. Wir legen den Hebel um. Springen drauf. Klettern ganz nach oben. Und jetzt hier rüber. Und rüber. Haha, wunderbar. Glücklicherweise ist der große schwarze Fleck da kein Hindernis. Und wir haben es geschafft. Sind hier ein ganzes Stück weitergekommen. Die Sache mit den Zahnrädern war schick. Und der riesigen Maschine, die sich da einfach mal als Level darstellt, anfängt zu drehen. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen der vierten Folge zu Limbo, durchgenudelt hier auf Gaming, und freue mich, wenn ihr zur fünften Folge, durchgenudelt hier auf Gaming, ebenso dabei seid. Bis auf dann.